Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 336 oder 37, ich weiß nicht genau, von Simotrans. Auf jeden Fall wollen wir hier diesen Stau wegmachen. Den gucken wir uns nach der Folge an. Ich hatte jetzt nicht gesehen, wie die Lösung meines Problems ist. Ich glaube, es hat auch niemand geschrieben in der Zeit und ja, da müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Ne? Es ist immer noch nicht richtig. Ich habe nochmal einen anderen Kernel geladen, das hat mich aber auch nicht weitergebracht. Müssen wir mal schauen, wie wir da weiterkommen. Ne? Ich sag erstmal, ja. Bis nach dem Intro. So, dann gucken wir doch mal hier rein. Spiel geht nur mit Pfeiltasten. Das war schon immer so. Irgendein Zug steht da wieder im Weg. Das möchte ich doch mal gerne sehen. Wo hat der seinen Fahrplan? Da unten. Okay. Ja, dann schick dir mal gerade zum Depot, dass der da weiterfährt. Und Tante Mimi, ich nimm's wieder raus, da weißt du Bescheid, wie es funktioniert. So mache ich das immer. Und hoffe, dass jetzt hier was weitergeht. Ne, der will hier rum und, oder? Der. Na, schwierig. Ja, das ist jetzt nicht so toll, ne? Der steht da halb drinne. Ja, wir müssen unbedingt zusehen, dass wir hier irgendwie was machen. Dass die da anders rauskommen, ne? Irgendwas ist hier nicht so dolle. Das ist der Postzug, oder? Schick den mal weiter weg, ey. Der muss da mal da an dem Signal vorbei. Gut. So, jetzt fährt der schon mal ein Stück weiter. Bis dahin, okay. Klappt es dann hier? Ja, jetzt klappt es, glaube ich. Jetzt haben wir den Fehler raus. Aber es wird nicht fertig werden, weil der da jetzt. Vielleicht fährt der aber hier rein. Nee, der fährt da vielleicht durch, wenn, aber nicht, wenn er nicht bis zu diesem Signal schafft, ey. Oh. Komm, du fährst nochmal doch nochmal zum Depot. Das nächste Signal hinter dir lassen, ne? So, jetzt kommt er von da. Der fährt aber auf jeden Fall durch. Der fährt auch durch. Ich denke, wir sollten hier mal dieses schon mal rausnehmen. Schnell ist der Zug, bevor der. Oh. Jetzt ist schon zu spät. Aber der fährt ja durch. Dann ist er schon mal erstmal hier gerettet. Wenn der gleich weg ist, dann sollte es auch wieder gehen, oder? Jetzt steht er da oben im Stau. Ah, der fährt aber noch da oben. Ich hoffe, das geht auch jetzt weiter. Ja. Und jetzt machen wir hier mal den weg. Das hat schon mal geklappt. Und jetzt wollen wir hier noch ein Signal setzen, welches dann hier auf die Ecke kommt. Warte auf freie Strecke, das passt schon alles. Vielleicht sind wir damit ein bisschen besser unterwegs. Jetzt würde ich aber erstmal hier noch eine Brücke bauen wollen. Die darüber geht, genau. Dann das Gleis nehmen und da anschließen. Und von da bis nach da legen und da nach da legen. Dann Strom auf dieses Gewerk. Passt. Und ein Signal zum Begrenzen der Fahrtrichtung. Ich hoffe, die fahren jetzt hier geradeaus durch, wenn sie dahin wollen, ne? Sieht hier nur noch ein bisschen doof mit den Oberspannungsleitungen aus, aber ich glaube, da kann ich sowieso nicht ganz viel dran machen, oder? Doch, jetzt sieht es besser aus. Da ist wieder der Postzug, mein Lieblingszug. Der fährt jetzt weiter. Eigentlich müsste ich hier dieses wegmachen, ne? Dass die da reinfahren und da rausfahren. Aber
Nee. So, mal gucken. Vielleicht reicht's ja so, wie ich es jetzt aufgebaut habe, oder? Dies müsste ein Zwei-Block-Signal werden. Haben wir sowas eigentlich? Vorsignal, Zwei-Block-Signal. Ich glaube, ich probiere das mal hier aus. Geht natürlich nicht. Und dann. Ich glaube, jetzt ist es richtig, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zwei-Block-Signal ist oder nicht. Also eigentlich sollte der sich jetzt zwei Blöcke reservieren. Okay, da oben geht's weiter. Er fährt jetzt raus. Warte auf freie Strecke. Okay. Es ist auf jeden Fall gelb hier. Jetzt ist es grün. Warte, wenn das ein Zwei-Block-Signal ist, dann sollten wir dieses eine Signal da noch wegnehmen, weil sonst klappt das auch nicht. Okay, jetzt ist es natürlich gerade sowieso grün. Weiß nicht, ob das jetzt hier was bringt oder nicht bringt. Wir müssten es einmal mit, war es V? Nein, V war es nicht, es war B. Schauen, wie die sich das reservieren. Dafür müsste jetzt da einer reinfahren. Okay, also das ist nur ein Block reserviert hier. Zwei Block wäre hier reservieren und da oder da reservieren, dann würde ich sagen. Wenn diese beiden Signale so richtig sind, ne? Müssen wir mal schauen. Jetzt kommt natürlich keiner, der da reinfährt. Ist klar. Ja, kurz warten, bis er rum ist. Da kommt auch wieder einer. Ist aber noch keiner, der hier gerade ausfährt, ne? Ist natürlich jetzt gerade krass, dass jetzt da gerade keiner durchfährt. Naja. Müssen wir warten. Also der fährt. Auf jeden Fall ist noch keiner so gefahren hier rum und dann da rein, sondern dann auch es ist auch noch keiner hier drüber gefahren. Da hat einer gedreht. Ich bin gespannt, wann der erste kommt. Ich glaube, wir müssen mal gerade schneller machen, weil gerade sowieso keiner in der Nähe ist. Ah, der fährt schon mal da gerade durch. Das ist schon mal gut. Und dann sehen wir jetzt auch gleich, wie das hier reserviert wird. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn an diesem Signal ist, sollte dieses reserviert sein und das oder und das. Je nachdem, wo er lang fährt. Ist es hier rein reserviert? Er hat sich das reserviert, okay. So, jetzt kommt er da reingefahren. Jetzt bin ich gespannt, was reserviert wird. Erstmal gar nichts. Er hat sich das reserviert, wartet aber noch. Ach so, der hat sich das reserviert, alles klar. Der ist weg, das heißt, der kann weiterfahren, das ist schon mal gut. Der kann auch durchfahren, ist auch gut. So, er reserviert sich jetzt was? Den ersten Block, der aber noch nicht frei ist. Also er kann den zweiten, er will hier lang, denke ich. Und jetzt kann er erst fahren, weil jetzt erst der zweite Block frei ist. Ich glaube, das hat dann einigermaßen funktioniert, wenn das mit den zwei Blöcken so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dann sollte das hier jetzt eigentlich kein Problem sein, oder? Krass. Jetzt kommen wir mal den nächsten gucken. Wenn der da hier rumfährt, dann würden wir das nämlich auch sehen, dass der bis hierhin reserviert. Schauen wir mal, was da passiert. Er fährt vor, bis hier reserviert sich diese zwei. Okay. Also er würde nicht hier stehen bleiben, weil da einer kommt, sondern er holt sich das frei. Ich glaube, jetzt können wir Glück haben, dass wir den Stau da verhindern.
Ja, müssen wir mal gucken, ne? Ganz sinnig sowas, oder? So, jetzt haben wir das hier dann erstmal behoben. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben, ne? Also hier ist ja auch. Hier müsste man dann überlegen, ob das hier auch Sinn macht, ein Zwei-Block-Signal irgendwo einzubauen. Dass die da gar nicht reinfahren. Zum Beispiel hier. Vielleicht macht es Sinn, hier in diesem Bereich auch ein Zwei-Block-Signal hinzustellen. Ich würde das abreißen und dann ein Zwei-Block-Signal bauen. So. Weil der muss nämlich jetzt erst. Ja, schauen wir mal. Jetzt hat er keine freie Fahrt, weil irgendwo noch einer was blockiert. Okay, welches ist jetzt hier? Ach so, das könnte. Nee, doch, das könnte hier sein, weil hier gerade gefahren wird, weil er möchte jetzt hier frei haben, da frei haben. Also er reserviert bis in den Bahnhof wahrscheinlich rein, oder? Ich glaube ja. Schauen wir mal, was passiert, wenn der Zug weg ist. Müsste eigentlich so sein, dass er hier zwei Signale reserviert. Zwei Abschnitte reserviert. Und das ist dieser auch. Wenn der wo ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich erst, wenn er da drinne steht. Jetzt sag nicht, der hat dann Vorfahrt oder so. Weil er nur ein Blocksignal. Dann ist dieses vielleicht doch nicht so praktisch hier. Mal schauen, wann er fährt. Ja, jetzt ist der da. Okay. Jetzt müsste er aber langsam. Aber jetzt kommt wahrscheinlich der da unten erst raus, ne? Kann er sein? Warte auf freie Strecke. Ja, das wird nix. Da kommt er nämlich unten raus und dann hat der hier wieder Vorfahrt, ne? Okay, das Signal können wir hier vergessen dann. Ich denke mal, wir machen das auch hier besser so und reißen das andere Signal da gerade noch weg. Warte mal, das war hier wegreißen, weil das, glaube ich, macht Sinn, bis dahin zu fahren. So, jetzt kriegt er den zweiten und kann in den Keller fahren. Alles passt. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier sinnig ist mit dem Zwei-Block-Signal. Ich würde es da jetzt erst lassen. Vielleicht können wir das hier. Ich mache das da auch nochmal. Und setze da auch ein Zwei-Block-Signal hin. Weil ich glaube, das wäre da auch sinnig. Dass er nicht hier vorsteht. Sondern dass er wartet, bis da frei ist, dass er da rein kann. Okay, wir lassen mal schneller laufen und hoffen, dass mal einer kommt hier und zeigt, wie es geht. Jetzt kommt gerade aber keiner so. Es fährt auch gerade keiner weg. Ja, wie das immer so ist. Es gibt gerade kein gutes Beispiel. Also, die müssten hier rausfahren. Tun sie aber nicht, oder wie sehe ich das? Warte, wenn die von da kommen, dann macht dieses Zwei-Block-Signal hier auch gar keinen Sinn. Kannst du gleich wieder wegreißen. Die kommen ja da gerade erst aus dem Bahnhof raus. Dann macht das da keinen Sinn. Fahren auch alle nach da weg und keiner kommt von hier unten, oder wie sehe ich das? Wieso kommt da eigentlich keiner? So, da wird wahrscheinlich hier gar nicht, ja, hier wird gar nicht angeliefert und so. Okay, ich würde aber sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut, gucken uns das an und hoffe, dass das mit diesem Fehler weggeht, weil das ist ein ziemlich blödes Ding, dass der Mausfokus nicht im Spiel ist, dass er nur beim Klicken das erkennt und nicht jetzt hier. Ich habe den Fehler noch nicht rausgefunden, wo er ist, müssen wir noch dran arbeiten, aber irgendwie werden wir das schon die Tage noch hinkriegen, dass das wieder läuft.
Ich habe schon geguckt, die Nightly-Version, die ich gefunden habe, beziehungsweise das, was ich gemacht habe, hat mir auch nicht so ganz weitergeholfen, weil ich das dann nicht installiert gekriegt habe. Da muss ich auch nochmal schauen und ich möchte den Spielstand auch nicht verlieren, da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der sich gut auskennt und mir da auch weiterhelfen kann. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.